So, meine Lieben, der verzweifelte Bergi ist back in business. Ja, ihr habt es in der letzten Folge gesehen, ne? Ich war ja tierisch angefressen, mein Gott. Oder die letzten zwei Folgen sogar, wenn man so unterlegen ist. Also ich probiere es heute noch einmal, das Ganze über Ballbesitz vielleicht zu machen, um so den Gegner taktisch niederzustrecken. Er fliegt mir schon bald das Mikro vorm Kopf. So, jetzt geht's los. Oh, bin ich angefressen, ich sag's euch ganz ehrlich. Also Weltklasse ist nichts für mich. Entweder kriege ich irgendwann mal die Kurve und weiß ungefähr, worauf es ankommt, oder ich gehe gnadenlos unter. Wir haben gegen Southampton den Tabellenletzten verloren. Wir haben gegen Swansea City im Pokal verloren. Sind rausgeflogen aus dem Capital One Cup. Und jetzt geht es natürlich um die Wurst hier in der Partie gegen West Bromwich Albion. Ich will nichts wissen, wie die aufgestellt sind. Ich mache mein Spiel jetzt. Ich spiele meinen Stiefel runter. Ich gucke, dass ich ein bisschen leiser bin, beziehungsweise ein bisschen konzentrierter in die Sache reingehe. Und nicht ganz so hektisch mich hier über den Haufen rennen lasse. Erneut. Das geht schon wieder so los. Meine Güte. Jo. 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 Oh. Meine Güte. Also, ich sehe, das geht schon wieder herrlich los. Ich darf nicht so oft gegen den Computer spielen, weil dann sonst verlerne ich auch noch wenigstens online zu zocken. Gucken wir mal. Also, Ballbesitz war ausgegeben. Das möchte ich ganz gerne mal probieren. Ich tease mal hinten raus. Komm. Stehen ja alle in ihrer Hälfte drin. Kann keiner angreifen? Doch, er versucht jetzt mal. Oh, ausgespielt. Ball ist weg. Zu leicht hergegeben. Aber wieder geholt. Oh, oh Gott. Ja. Er geht aus, okay. Heidewitzka. Stimmung ist ja gut, wir spielen auswärts. Gut gemacht, Zogby, ja komm. Schade. Es war mal ansatzweise eine Chance und da kommt er natürlich super souverän an den Ball. Wir müssen nur aufpassen jetzt hier. Oh, kommt der nicht hinterher? Vorteil. Oh, Lukaku. Er kann ja auch schießen, ne? Ist ja nicht so, dass der Anfänger ist. Oh, 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 oh. Da habe ich gar keinen gehabt beim Kopfball. Glück gehabt. Und weg ist er. So. Jetzt pressen sie doch ein bisschen heftig. Guck mal, vielleicht kriegen wir mal eine Chance. Ah, wieder Bent wieder zugestellt, aber der kommt noch ran. Jetzt stehe ich hier unten auf weiter Flur, gucke mal, ob ich den Ball irgendwie reinkriege. Oh, wieder auf die andere Seite. Komm schon. Oh, schade, Wijnaldum kommt nicht durch. Hau mal ab, ey. Gut, Eckball. Also. Ach, schade, zu hektisch wieder abgeschlossen. Das auch. Aber jetzt. Ach, nochmal Eckball. Gut, gut. Ah, warum zurück? Oh, da wollte er dribbeln. Gut gemacht von Lautern, dass er sich da nicht den Schneid hat abkaufen lassen. Na, komm schon, mach langsam. Das ist Wijnaldum. Wijnaldum! Ja, lang wie kein Tor mehr geschossen, ne? Das ist schon eine Weile her. Aber bis jetzt fühle ich mich ganz gut bei dem Spiel. Also jetzt 32 Minuten. Gab da schon ein paar schöne Szenen. Auch von uns. Sehr schöne Balleroberung. Mark Albright.
So. Kommt er nicht ran, ne? Kommt er schon ran, aber kann nicht behaupten. Komm schon, lauf, lauf, lauf. Lauf! Zwei Mann kriegen den nicht in den Griff. Oh, warum denn nach vorne? Gut gemacht von Ireland, da gibt es keinen Foul. Und wieder Lauton. Spiel seines Lebens heute oder was? Eieiei. Komm, spiel ruhig. Mist. Ich sag's noch, spiel ruhig. Und tu's dann nicht. Gut gemacht. Die sind nicht so stark heute. Warum sind die jetzt nicht so stark? Das war gut. Jetzt nach vorne. Oh, schade, Mann. Bisschen Glück könnte ich doch auch mal haben, oder, Leute? Auch in der Weltklasse. Nachspielzeit. Aber wir liegen zumindest nicht hinten. Komm, Wijnaldum. Hast doch Dampf. Hast doch ein bisschen Schmalz in den Füßen. In den Beinen. Ah, war nicht schlecht. Bisschen zu schnell und hastig abgeschlossen, ich weiß. Also wenn man sie so sieht. Aber irgendwie muss es ja ein Mittel und einen Weg geben, da sich durchzusetzen. Aber okay, von Lukaku habe ich Glück gehabt. Zu Beginn waren sie stärker hier, West Bromwich. Guck mal, dass ich aber den Ballbesitz so ein bisschen behalte. Das war gut. Ah, und dann fehlt da aber das Stellungsspiel, ne? Abgesehen, also der müsste sich dann vor dem anderen einsortieren und nicht hinten dran und so verstecken. Und da ist jetzt Wijnaldum komplett die ganze Strecke wieder zurückgelaufen, hat den Ball erobert. Also wenn ich den nicht hätte, dann wüsste ich auch nicht. Ah. Kommt schon, Jungs. Ah, sie kriegen dann den Ball nicht kontrolliert. Kein Glück. Kein Glück bei der Ballannahme. Das ist zwecklos. Einfach mal nach vorne kommen. Oh, nicht schlecht. Aus dem Halbfeld. Erstmal drauf gezimmert. Okay, ich bin ein bisschen angespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich hoffe ja, dass ich heute mal nochmal wieder Glück habe. Auch unter Weltklasse. Ein bisschen zu punkten. Aber es sieht hier, wie gesagt, es sieht schon besser aus als die letzten beiden Spiele. Da war ich streckenweise total in der Linie. Oder weil ich einfach angefressen war. Kann auch sein. Das ist Wijnaldum. Können sie ja nicht fair vom Ball trennen. Denn seht ihr, seht ihr mal das Stellungsspiel von den Jungs, die wir da haben? Das ist ja grottig. Wo stehen die? Die sortieren sich hinterm Pfosten ein, ey. Also dann brauche ich mich gar nicht nach vorne orientieren. Dann kann ich einen anderen Job lernen, ey. Ganz ehrlich, also ist, wie willst du die denn anspielen? Die Jungs. Verstehe ich nicht, also ist. Ich hätte jetzt echt gekotzt, wenn es wieder so ein Tor gegeben hätte. Also wie gesagt, mir gefällt das mit den Stürmern überhaupt nicht. Beide heute. Ich versuche mal Agbonlahor, der ist ein bisschen erfahrener, da reinzubringen. Weil so wie die da stehen, die haben schon gute Chancen gehabt, hätten gut abspielen können oder eine Flanke bringen können, aber sie stehen dann einfach beschissen. Das kann ich ja nun nicht steuern direkt. So. Da steht er wieder. Guck mal, wo steht er, Wijnaldum? Auf. Und dann zu weit vorgelegt. Zu. Keine Ballkontrolle. Wir brauchen andere Spieler, ne? Würde ein oder andere sagen. Du brauchst bessere Spieler, um besser zu spielen zu können. Sonst gewinnst du nichts. Ja, gut, aber woher nehmen jetzt, ne? So viel Geld haben wir auch nicht mehr übrig. Also. Das ist Bent. Muss ich wieder zurücklegen. Dass sich keiner ordentlich anbietet da vorne. Das ist wieder Bent. Das ist Zogbia. Das ist Wijnaldum. Und dann war es schlecht.
Und das war schlecht. Komm schon, lauf, 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 lauf. Lass ihn nicht von Lukaku ab. Lass ihn nicht von Lukaku. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Freischuss, Gott sei Dank. Oh. Ja, mir egal. Das ist mir egal. Hauptsache, es gibt kein Tor. Aber wie er auch durchläuft, das Tier, ey. Komm, mach zu das Loch. Sehr gut. Komm, Jorginho. Und dann wieder nach vorne orientiert und nicht angeboten, nicht zurückgelaufen. Dann kannst du es auch vergessen. Jetzt kommt wieder das Tor. Ich sehe es. Ich sehe schon wieder, wie sie spielen, dass du wieder nicht rankommst. Oh, ein Wunder. Okay, kommt schon, Jungs. Kommt schon, Jungs. Lauf doch mal alle ein Stückchen. Ja, dann ist das auch alles hier zu einfach. Wie der den Ball da rauskriegt, ey. Kleine Drehung und zack ist die Pille weg. Wahnsinn. So. Das ist mein Ball. Bent. Oh, das ist ein Abwehrtier, ey. Als ob der Bent bloß 5 Kilo wiegen würde. So. 0-0, ist das das Ergebnis oder machen sie jetzt noch ihren Sieg, ihr Siegtreffer? Sieht nicht so aus, noch nicht. Gut, geklärt, glaube ich. Gibt mir keinen Elfmeter, wundert mich aber jetzt mal gerade. Eieiei. So. Na, zumindest mal einen Punkt seit langem wieder. Freut mich ja. Geht die Moral ein bisschen nach oben. Wenn ich es nicht mehr anbrennen lasse jetzt. Oh, der sich durchsetzt wieder, Kaku. So, 2 Minuten Nachspielzeit. Ich lobe den Tag wieder zu früh. Oder? Oder auch zu spät. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen Gas geben können mit Bent hier. Oh! Das wäre es ja jetzt gewesen, oder? Dass wir da kein Tor machen, ist mir so klar. Ein Punkt. Ach, Gott sei Dank. Es geht wieder aufwärts, Leute. Auswärts ein Punkt in West Bromwich. Albion. Gottes Willen. Also, mich interessieren würde, beste Note hier 8,1 und dann 8,0 von Vla. Schön. Ganz gut geworden. Spielinfo. Wir hatten sogar mehr Ballbesitz. Das war schön. Okay, da sieht man, da haben wir mehr vom Spiel gehabt, ne? Das war in Ordnung. Passgenauigkeit ist auch besser gewesen. Schussgenauigkeit für den Arsch. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns nach einer kurzen Pause. Geht es dann wieder weiter. Nächste Ding, wieder mal einen Punkt eingefahren. Das ist wichtig. Dann haben wir ja mal die Chance, ein bisschen was einzukaufen oder so. Darren Bent, Scouting. Ach. Alles Müll. So, Rückspiel. Verunsichern. Wieder Swansea City. Gott, habe ich die Schnauze voll von denen. Ich sag's euch, wie es ist. Rückspiel im Capital One Cup. Wir haben im Hinspiel haben wir verloren. Wenn wir es gewinnen, wäre gut, ne? Wir haben 3-2 haben wir verloren, oder? Gegen Swansea. Also, da ist noch was drin. Es geht noch was. Wow, das ist schön. Ach, das ist ja Blödsinn. Das will ich ja gar nicht. Internationale Angebote. Ich würde ganz gerne noch einen Spieler kaufen. Transfers, wir gucken mal. Was haben wir denn jetzt? 6,7 haben wir jetzt. Dann können wir ja ein bisschen hochgehen hier. Na, was bieten sie uns denn an? Beschleunigung ordentlich. Pipapum. Nicht so viel. Ibrahima Traoré. Oder Alessandrini. Ja. Komm, kaufen wir. Kaufen wir. Was ist der Wert? 2,5. Dann bieten wir mal 3,5. Angebot absenden. Gucken wir mal, ob wir den Stuttgart da rankriegen für uns hier. Würde mich ja freuen, wenn das klappt.
der kann ja nur gut sein. Bis dann, liebe Leute, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.